Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Cyberpunk 2077. Seit langem wieder mal für mich, für euch sind zwei Tage seit dem letzten Part vergangen. Takemura will uns wieder schreiben. Nee, ich habe jetzt meine Klausurenphase hinter mir. Ich habe es, glaube ich, im letzten Part erzählt. Oder war es in Assassin's Creed? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich freue mich, hier wieder zurück zu sein. Ich musste mich, glaube ich, ein bisschen bewegen. Deswegen standen wir an einer leicht anderen Stelle als da, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Auch habe ich eine Option umgestellt. Was mache ich eigentlich? Wir sollten mal... Ich rufe mal ein Fahrzeug. Was kommt denn da? Okay, unser Motorrad. Ich habe die Das soll auf jeden Fall so. Das ist ein Feature. Immer noch. Ah, na, warte mal. Ah, jetzt geht das auch wieder mit der Third Person. Ich glaube, da war ein Bug, gell? War das da? Ich weiß es nicht. Wie mache ich denn den Radio? Der ist ein bisschen laut, oder? Ja, geht eigentlich. Ah, wobei, ich mach ein bisschen leiser. Kann ich euch gleich zeigen, ich habe das hier ausgestellt. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem noch einen Untertitel. Müssen wir schauen. Sound. Radio, Radio, Autoradio. Machen wir mal 65. Hat er das gespeichert? Ich hoffe. Genau, das habe ich umgestellt, weil ich hoffe, dass dann diese Umrandungen weggehen. Das macht es ein bisschen leichter für mich im Nachhinein, auch für Thumbnails oder so. Und ich weiß nicht, ob das einen Mehrwert bietet bei der Sichtbarkeit. Das müssen wir gucken, wenn wir soweit sind. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben das letzte Mal, glaube ich, Panam wieder geholfen. Das müsste der Ort gewesen sein. Oh, Judy ruft an. Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße, aber mir ist was eingefallen. Was denn? Du traust noch? Das braucht Zeit. Ja, ist richtig. Du musst dir Zeit zum Trauern geben, Judy. Du musst all die Phasen durchmachen. Richtig spüren. Schock, Wut, Depression. Denke, ich bin jetzt bei Wut. Die bleibt auch noch eine Weile. Aber das ist okay. Und was ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Das Cloud könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Und was hast du dir da überlegt? Hast du dir das auch gründlich überlegt, Judy? Nein, ich habe gar nichts überlegt. Ich weiß nur, dass die Mox nichts verändern, indem sie untätig auf ihren Zuckerärschen sitzen. Okay. Hast die Mox überzeugt, das Clouds zu übernehmen? Nein, ich will dich überzeugen. Ich kenne welche im Clouds, die uns helfen können. Hilfst du mir? Ich helfe dir natürlich. Ja. Okay, ich bin dabei. Juhu, yeah! Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Maiko Maeda? Wer genau ist das? Der inoffizielle Boss des Clouds. Sie macht das gut. Und was ist sie offiziell? Eine Puppe. Also ein Niemand. Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Gut. Ja, dann bin ich dabei. Gut, wenn du meinst. Kennst du sie gut? Kennst du diese Maiko? So gut. Wann fangen wir an? Früh morgens. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Nee, besser auf dem Balkon bei dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Hoffen wir mal. Verstanden. Gut, ich werde dann dort sein. Ey, diese Minimap, bitte, Entwickler, zoomt die noch ein bisschen raus. Sonst muss ich echt mal nach dem Mod gucken. Genau, da hatten wir, glaube ich, vor... Wie lange ist denn das jetzt her mit der Quest mit Judy? Die ist auch schon ein bisschen her, gell? Auf jeden Fall, jetzt versuchen wir erstmal wieder zur Takemura zu gehen. Da hatten wir die Quest, wo wir in das Arasaka-Lagerhaus einbrechen mussten. Für diesen Karneval. Hilfe. Und ich denke mal, begib dich zum Passar. Das wird heißen, der Karneval geht jetzt los, oder? Würde ich jetzt so verstehen. So, achso, wir müssen 60 Meter nach oben. Okay, hier ist ein Aufzug. Das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht in dem Spiel, dass man mit verschiedenen Ebenen und Etagen arbeitet. Das würde ich mir in mehreren Spielen wünschen.
Man muss ja auch das Positive mal erwähnen bei solchen Spielen. Wir haben vieles zu lachen gehabt mit Bugs und allem anderen Zeug. Und das sollte man auch sowas mal anmerken. So, hallo Takamura. Hast du rechtzeitig? Gut siehst du aus, oder? Nicht springen, es gibt immer noch Hoffnung. Ja. Hey, Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen Räubers Kopfburger probiert. Aha, und wie war er? Lecker? Ach, die Leute da unten. Gerade Entschuldigung. Hat das Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Ja, dann gib mal her. Einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig, weil es klettern muss. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie nicht sehen, pack. Bye bye, Dave. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Natürlich sind wir das. Ja, die Frage ist, bist du bereit? Oder nochmal zu, ist ein Typ anscheinend. Gibt es einen Plan B? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt es einen Plan B? Was glaubst du denn? Nein. Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Okay. Bist du bereit? Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat Ehre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht, bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Hoffnung ist gut. Gut, dann machen wir das so. Ah, ich kann es gar nicht sagen, wie sehr ich Cyberpunk oder generell hier die Aufnahmen vermisst habe. Ist echt zu lange her. Und das sieht einfach wunderschön aus. In Position. Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka Drohnen. Warte mal, hier gibt's doch. Ich habe einen Netz. Nee, nicht das. Nein, nein, das wollte ich nicht. Moment. Ich wollte das hier mal. Diesen Fotomodus-Test. Bei sowas kann ich mich auch. Muss ich die Kamera? Warte mal. Kamera bewegen. Drehen. Oh Gott, Alter. Kann man das noch umständlicher machen? Tiefenschärfe? Aktivieren? Nee. So, pass auf. Ich versuche jetzt ein cooles Bild zu machen. Wir müssen ja das komplette, was das Spiel zu bieten hat, austesten. Deswegen, so, warte mal, Wert ändern. Was für ein Wert? Hä? Keine Ahnung. Option? Nee. Achso, das ist das hier. Ah, Ego. Ah. Aber kann ich dann auch die Kamera? Warte, achso, ich muss die. Arasaka Uniform. So, jetzt bin ich Ego-Perspektive. So. Und ich kann mich hier nicht bewegen? Ah doch. Ah. So vielleicht? Einfach hier, ziehe ein Bild. Wie mache ich einen? Screenshot machen. Gut, jetzt habe ich über Steam einen. Ah, okay. So soll man das auch machen. Gut. Ja, mal das ausgetestet. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen,
ehe Hanna Rosamas Wagen auftaucht. Okay, habe ich ein Zeitlimit? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist egal. Aber wir können uns ziemlich unbemerkt erstmal voran bewegen. Da oben ist der erste anscheinend. Ich hoffe, das wird kein größeres Problem, die auszunocken. Den Splitter hätte ich gern. Nö, kriegen wir nicht. So, pass auf. Jetzt kommen wir da hinten hin. Ich glaube, die blockieren alles. Damit man einfach nicht zu weit vom Wege abkommt. Hm, hier kommen wir nicht rein. Merkt das eigentlich keiner, wenn ich den Scharfschützen ausschalte? Also ich frage nur so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das egal ist. Der hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Ja, hoffen wir mal. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oder was war, was ist das? Oh nein. 55 1C. Was auch immer das heißt. Okay, ich krieg Geld. Nehme ich. Okay, so. Ich hab Angst, dass der mich hört. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Machen wir gleich. Wir töten ihn. Doro, ich habe den Näheren erledigt. Spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Was kann ich denn hier machen? Irgendwie nix. Übrigens, was ganz interessant sein kann, ihr seht den Part morgen schon, weil ich habe gar nichts mehr an Folgen. Ich habe genau passend aufgenommen eigentlich. Ja, das sieht so schön aus. Cool. Genau, da... Ah, verschlossen, fehlgeschlagen. Seht ihr schon morgen. Das heißt, ich nehme das Ganze hier am 26. auf. Relativ am Ende. Also, wir haben gerade 22 Uhr irgendwas. Hey. Naja, ich habe den nicht umgebracht. Aber ich nehme Rache. Nehme 21. Balkon. Wir nehmen 21. Das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Okay, mach mal. Noch einmal. Die Sicherheit ist unfreundlich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Hanna Kusama sollte nicht hier sein. Stellst du Yuri Nobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Der weiß anscheinend, dass das nicht ausreicht. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Mach das, wir neutralisieren den Nächsten. Adam Hackfresse Smasher. Was gibt's denn? Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburu aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast auch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Noch irgendwas? Anscheinend nicht. Gut, geh mal weiter. Jetzt ist die Quest auch als geschafft markiert. So. Mich wundert ja, dass die Wachen nicht einmal ihren anderen Kollegen vermissen, der jetzt nicht mehr am Leben ist. Und dass sie den auch nicht sehen. Fuck, ich wäre fast gestürzt. Ich bin ein bisschen erschrocken. Du darfst nicht auffallen. Hab ich doch gesagt. Nein, verschreckt. Das war es an der Stelle komplett. Ja, wir laden mal kurz den letzten Checkpoint. Oh, ich dachte, ich kann da drüber balancieren. Wie komme ich? Muss ich drüber sprinten? Und wahrscheinlich. Ja, ich dachte, ich bin ganz smart. Fuck, ich wäre fast gestürzt.
Du darfst nicht auffallen. Achso, ich sollte auch nicht rennen dann vielleicht. Wäre so eine Idee, die ich habe. Okay, wo ist er? Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Hier runterkommen? Das machst du gut. Alter, was war denn das für eine bedrohliche Stimme? Das machst du gut. Vergiss das nicht. Hallo, kriege ich kurz die Drohne? Remote-Deaktivierung. Hä? Ich hätte die Drohne gern. Ist sie deaktiviert? So, ich hoffe, das reicht. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ach, da unten. Ja, warum ist da unten jetzt eine? Ja, wir sind Freunde und keine Feinde. So. Aber es geht. Pass auf, gleich kommt wieder irgendeine Drohne, die mich sehen möchte. Ich bin einfach so fotogen, dass wir gern gesehen werden. So. Schafft der untere Scharfschütze überhaupt dann jemand oben zu treffen? Das ist so die andere Frage, die ich mich gerade... die ich mir gerade stelle. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, sage ich mal so. Das kriegen wir gleich. Moment. Moment, gib mir einen Moment. Oh, ich habe keine Muni mehr. Entschuldigung. wollte ich eigentlich anders regeln. Glaub mir. Öffnen. Sieht der mich jetzt, oder? Ja, da drin stehen die doch. Was haben wir denn da hinten? Daten. Okay. Noch ein paar Meter. Und du hast ihn. Entschärfen. Ja, die sehen mich. Das ist mir klar. Ziel erledigt. Was hört man? Was? Das war's? Der hat ja gar nichts ausgehalten. Aus ist nur eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Warum bin ich jetzt erst runtergegangen dann? Das war knapp. Wie? Oder spricht wieder? Hör zu. Okay. Schon raus, ich tu dir nichts! Deinem Bus, was ihm entgleicht. Das Arschverkalt-Mitch oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Machst es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus! Mal gucken, wie schlimm es für dich ist. Ich lebe noch, und du? Ich mag das Scharfschützengewehr, das ist cool. Von Panam. Entschuldigung. Entschuldigung. Haben wir es jetzt? Laufe ich eigentlich gerade richtig? Ich dachte, ich muss den Aufzug benutzen. Was? Das lassen wir ganz schnell bleiben. Zum Glück sieht er mich nicht. Oder er kann mich nicht treffen. Keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Ding hätte ich ein anderes Problem. Au, au. Ich trage zu viel. Hilfe. Hilfe. Wie mache ich mein Inventar auf? Das, huch, das habe ich verlernt. So, habe ich ein besseres Scharfschützengewehr? Kann ich das irgendwie sortieren? Ne, nach Schaden pro Sekunde runter. Am meisten macht das, das ist aber, irgendwie geht das nicht nach Schaden. Habe ich Präzisionsgewehr, Sturmgewehr, was haben wir da? Das nächstbeste Sturmgewehr wäre das hier, das macht deutlich mehr Schaden, dann nehmen wir das. Wir haben aber keine Mündung dafür Mods. So, hier haben wir ein Präzisionsgewehr.
Das ist ein Scharfschützengewehr. Da haben wir nichts Besseres, glaube ich. Das ist alles schlechter, gell? Ja, dann lassen wir das dabei. Achso, ich sollte, Moment, ich sollte auch die Sachen wiederverwerten. So, dann, wir haben jetzt sogar Zeit, dem vorletzten Part, I guess, eine Verbesserung, womit wir mehr Schrott hier rauskriegen. So, deswegen, mal weg damit. Das können wir alles gebrauchen. So, guck mal, wir haben fast wieder 100 Platz. Das ist wunderbar. Besser geht's doch gar nicht. Au. Ey, warum hast du... Kurzschluss. Oh. Das wollte ich zwar, aber ich habe es mir anders vorgestellt. So. Hallo, ich nehme mal wieder alles mit, weil ich bin lootgeil. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hoch. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu erreichen. Oh, 5800. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebrannt. Ja, kann ich jetzt mal bitte wieder eigentlich aus dem Kampf raus? Das wäre auch schön. Weil bald kann ich den Scharfschützen auch so einfach ausschalten. Wo soll denn das sein? Kriege ich den nicht. hier kommen wir... Oh, hier kommen wir rein. Hier gibt es sicher Loot. Nehmen wir mit. Ja, eigentlich... Ja, lass mal halt aus. Ist jetzt auch egal. Aber die Mission gefällt mir tatsächlich. Die ist ziemlich cool, weil... das ist so eine Mischung aus Stealth und Schießen. Und du hast irgendwie noch das Gefühl, du tust was Gutes. Mach ich. Weil ich glaube, einen anderen Weg gibt es eh gar nicht. Und so Parcours-Einlagen hat man irgendwie in dem Spiel noch nicht gehabt. Das finde ich schade. Weil eigentlich, also mir macht es gerade Spaß. Ich weiß nicht, wie es zum Zuschauen ist. Darum, an der Stelle war es das komplett. Das kriegt er nicht mit. Ja, du hast aber auch nicht verdient zu leben dann. Also, nimm's mir nicht übel, aber Kollege, das war's an der Stelle komplett. So. Mich wundert's auch, dass wir die Rechte oder so dazu haben, jeden Aufzug zu holen. So, wir müssen nach oben, das wissen wir. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber lieber so als irgendwie anders. Hallo, Schätzchen. Ja, circa hier. Sehr schön. Ich lass mal das Scharfschützengewehr ausgerüstet, weil irgendwie ist das so gefühlt gerade die beste Waffe, die ich haben kann. Okay, wir müssen da hoch. Ich wollte gerade irgendwie, ich war fast kurz davor, wieder da runter zu springen. Und dachte, ah, der kann sich vielleicht ähnlich wie in Assassin's Creed da dran langhangeln. Aber das macht keinen Sinn. Und ich bin froh, dass es hier kein Zeitlimit gibt übrigens. Das habe ich noch gar nicht gesagt. So, ich nehme mal jetzt doch die Waffe. Aber, ja, das wäre echt belastend. So, kann man eigentlich... Ne, man kann nicht Stealth da hochgehen. Gut, was haben wir hier? Müll. Hallo. Ah, jetzt. Okay, irgendwie wollte er gerade nicht. Hä? Ich schwöre euch, ich habe nichts gemacht. So, bitte, bleib oben. Danke. Oh nein. Ja. Ich sehe gar nichts. Ah. Oh nein, shit. Hallo. Hallo? Breach-Protokoll. Erstmal Breach-Protokoll. Was Eisbrecher? Massenverwundbarkeit. Verringert die Resistenz gegen Gegner? Okay, wir nehmen das 1C, 1BD. Wo haben wir denn das? BD? Wir haben ja noch gar keine Zeit. Wo haben wir denn BD? Bin ich blind? Ah, hier unten. Cool, dass es aber angezeigt wird. So. Moment. Ich mach gar nichts. Aua.
Ja, und zwar die. Und zwar? Parasakas Netrada. Er hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Ey, bleib doch mal stehen. Das können wir den Waffen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. So, haben wir es jetzt? Ich hoffe doch. So, passt auf, wir nehmen das hier mit. Nein, da ist noch irgendwas. Oh, der Kollege hat aber, der hat gar keine Lust. Braucht mehr Speicher, Hilfe. Bam, 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 bam. Was haben wir hier? Schließen? Keine Ahnung. Wir haben hier noch Sachen zu mitnehmen. Ich nehme natürlich alles mit, weil, ihr wisst es, ich bin lootgeil. Nehmen wir, hallo, hallo. Hallo, Herr Spiel. So, haben wir jetzt genug? Ne, wir haben... Wie langsam füllen die sich denn auf? Kann man das irgendwie noch schneller leveln? Muss ich mal gucken. Das ist ja arschlangsam. Wobei selbst arschlangsam wahrscheinlich schneller ist. Hm. So, haben wir es jetzt? Kurzschluss, danke. Das ging schnell. Was habe ich denn da oben? Und warum geht hier was durch? So, wir nehmen hier wieder alles mit. Das ist ja extra für mich hier. Also, die Gegner wollten eigentlich, dass ich hier vorbeikomme und das Ganze mitnehmen. So muss das sein. Oh, ich wollte gucken, ob das wirklich eine Scheibe ist. Entschuldigung. Hier könnten wir auch noch lang. Hier geht's auch. Da ist aber keine Scheibe, das sehe ich. Am Ende war da jetzt eine, das wäre richtig traurig. Wo geht's denn hin? Wir gehen jetzt in Scant. Warum scannt das immer? Sind wir im Foyer? Ja, wir sind im Foyer. Das heißt, wir gehen zum Balkon. Erreiche einen Netrunner oder den Netrunner. Neues Item erhalten. Ich glaube, hier ist auch, ja, das ist auch eine Scheibe. Kann ich die auch zum einen? Nö, das hält die aus. Na klar. Oh. Den Gesang lauschen. Ding, es sieht halt richtig monströs aus. Wirklich. Aber es sieht auch schön aus. Ist das hier der Arasaka-Wagen? Oder was ist das hier? Na gut, wir gehen erstmal wieder. Das werden wir noch früh genug sehen, was das hier bringt. Och nein, nicht Johnny wieder. Scheiße, nicht gut. Ja, wirklich nicht gut. Ich sehe schon, es gibt irgendwo eine Mission, wo das uns dann auffällt. Ob es jetzt so eine ist oder das da drin sieht aus wie ein Bossraum. Das gefällt mir gar nicht. Kommen wir hier rein? Gibt es hier noch irgendwas? Gut, ich würde sagen, an der Stelle ist der Part für heute rum. Der ist zwar ein bisschen kürzer, wobei ich mache immer so, selbst wenn das Ding 20 Sekunden kürzer geht, denke ich mir, wie kann ich nur, aber eigentlich ist das ja normaler Toleranzbereich. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir, ich denke mal, einen Bosskampf haben werden. Wir werden es sehen. Und ich werde auch mal gucken, mit welcher Waffe ich dann kämpfe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.